Okay, hallo, ich bin der Steffen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich möchte über Clean Code reden. Das Ganze basiert auf einem Buch, was ich vor 10 Jahren gelesen habe. Früher in der Schule war es so, man musste sein Lieblingsbuch vorstellen. Hätte ich das Buch damals gekannt, hätte ich das vorgestellt. Also es ist wirklich gut, es lohnt sich für jeden Entwickler. Aber die erste Frage, was ist Clean Code? Die Frage will ich euch gar nicht beantworten. Ich würde einfach euch gerne ein paar Zitate zeigen, unter anderem von beispielsweise Bjarne Stoustrup, dem Erfinder von C++. Der sagt nämlich, Clean Code does one thing well, also Clean Code macht eine Sache und die macht er gut. Oder Grady Booch, der Autor von einem bekannten Java-Buch, sagt, Clean Code ist einfach und direkt. Er liest sich wie gut geschriebene Prosa. Oder schließlich und endlich Michael Feathers, der Autor von Working Effectively with Legacy Code, sagt, Clean Code looks like it was written by someone who cares. Das heißt, es sieht so aus, als ob es von jemandem geschrieben wurde, dem es wichtig war, das zu schreiben, dem es wichtig war, dass es gut aussieht. Nun, nachdem wir jetzt wissen, was andere darüber sagen, was macht denn Clean Code aus? Und das ist gar nicht so einfach zu sagen. Stellt euch vor, ihr seid im Museum und ihr guckt euch ein paar Bilder an. Ihr könnt Kunst von irgendwie Schmiererei unterscheiden. Das seht ihr sofort. Das eine ist Kunst, das andere ist so, naja, gefällt euch nicht. Woran macht ihr das fest? Euch fehlen die Begriffe, das festzumachen. Euch fehlt das Handwerkszeug zu sagen, okay, das ist jetzt das eine und das ist das andere. Und so ist es mit Coding auch. Wenn ihr euch Coding anguckt, ihr seht, wenn es gutes Coding ist, wenn es von jemandem geschrieben wurde, dem es wichtig war. Und ihr seht, wenn es Coding ist, was von jemandem geschrieben wurde, dem es nicht wichtig war, der es einfach nur hingerotzt hat. Ihr wisst auch selber, wenn ihr gutes Coding schreibt und ihr wisst auch selber, wann ihr sehr schlechtes Coding schreibt. Nicht wahr? Aber nur dadurch, dass ihr es wisst, ob ihr das eine oder ob ihr das andere müsst, wisst ihr noch nicht, wie man gutes Coding schreibt. Und da möchte ich euch einfach so ein paar Sachen mit an die Hand geben, wie ihr es machen könnt, wo ihr darauf achten könnt. Das sind nämlich die Benamungen, das heißt, wie nenne ich Sachen, dann die Länge von Methoden, die Länge von Klassen. Man sollte sich nicht wiederholen und man sollte auf Seiteneffekte verzichten. Gehen wir es vielleicht mal Schritt für Schritt durch. Also klare Namen. Paula, kannst du mir das mal bitte aussprechen? Ja, so würde ich es auch aussprechen. Was ist an diesem Namen schlecht? Er lässt sich einfach nicht aussprechen. Wenn ihr neben jemandem sitzt, wenn ihr in einem Code-Review seid, ihr wollt euch unterhalten können. Aussprechbare Namen sind verdammt wichtig. Bei Code geht es um Kommunikation und auch diese Namen sind da. Man muss über Code kommunizieren. Wenn wir schlechte Namen haben, dann sehen wir häufig sowas. Also der Name ist schlecht. Lass uns einfach mal einen Kommentar einfügen, um zu beschreiben, was es ist. Das Problem ist, 400 Zeilen später ist immer noch so ein I und ich weiß nicht, was es ist. Warum drücken wir nicht das, was wir als Kommentar haben, wirklich in Coding aus? Also wenn wir jetzt eine Variable I haben und in der steht eine Zeit drin, und zwar in Tagen, die vergangen ist, warum nennen wir diese Variable nicht einfach so? Das hilft uns und das hilft dem Nachfolgenden. Es lässt sich viel besser im Coding suchen. Schauen wir uns mal dieses Coding an. Das ist aus Java. Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Also wir haben eine öffentliche Methode, da geht eine Liste rein und zwar dann noch zusätzlich ein Int-Array und die heißt irgendwie getThem, also hol mir die. Dann haben wir hier so eine Liste, die heißt Liste 1. Okay, mit der wird offensichtlich irgendwas gemacht. Okay, wir loopen über so ein Array drüber, über eine Liste. Okay. Weisen das x zu, holen uns dann das erste Element, vergleichen das mit 4 und fügen das dann der weiteren Liste hinzu und geben es zurück. Was ist jetzt das Besondere am ersten Element? Was ist das Besondere am 4? Was ist in dieser Liste drin? Keine Ahnung. Vergleichen wir es mal mit folgendem Coding. Einfach, indem wir andere Namen verwendet haben. Also wir haben eine Methode, die heißt, gib mir mal die geflaggten Zellen. Okay, und dann haben wir geflaggte Zellen und wir gehen über irgend so ein Gameboard drüber. Da ist offensichtlich eine Zelle drin. Eine Zelle hat einen Statuswert und wenn dieser Statuswert gefleckt ist, dann fügen wir diese Zelle in die gefleckten Cells ein.
Dem Compiler ist es total egal, ob ihr das schreibt oder das. Total egal. Kümmert ihn null. Aber dem Entwickler, der ein halbes Jahr später dieses Coding wartet, dem ist es nicht egal. Und das Geheimnis ist, der Entwickler seid normalerweise ihr. Das Ganze können wir noch mehr vereinfachen, indem wir so ein bisschen die Möglichkeiten der Objektorientierung nutzen. Das heißt, wir haben gefleckte Zellen, wir haben ein Spieleboard, da kommt jetzt wirklich eine Zelle zurück. Diese Zelle könnten wir fragen, hey, bist du gefleckt? Und wenn sie gefleckt ist, dann ja, fügen wir sie da halt hinzu. Irgendjemand eine Ahnung, wo dieses Coding herkommt? Minesweepers. Langes her. Okay. Methoden und Funktionslängen. Aus eurer Erfahrung, was ist die längste Methode, die ihr bisher gesehen habt in eurer Karriere? Die längste Funktion? Doch? Wer bietet mehr? 6-700? Komplett. Von Start bis Ende. Okay. Nee, die Frage ist wirklich, wie lang ist die längste Funktion? Von Anfang von Deklaration, öffnende Klammer bis ganz unten schließende Klammer. 600? 2000, 3000 Zeilen. Das ist relativ schwer zu lesen und rauszufinden, was da gemacht wird. Okay, die nächste Frage, die sich dann anschließt, wie lange sollte denn so eine Methode sein, so eine Funktion sein? Hm? Genau, so klein wie möglich. Was ich sagen würde und was ich typischerweise sage, ist, sie sollte auf einen Bildschirm passen. Und damit meine ich den Bildschirm quer. Wir haben Kollegen, die den Bildschirm einfach hochkant drehen und sagen, hey, passt trotzdem. Nein, ist nicht die Idee. Sondern einfach normal quer, weil was auf einen Bildschirm passt, kann man mit einem Blick erfassen und das kann das Gehirn dann direkt verarbeiten. Nächster Punkt, Klassenlänge. Wie lang sollte dann so eine Klasse sein? Wie viele Zeilen Code sollten in einer Klasse sein? Hugo? Okay, hier würde ich auf die klassische Beraterantwort verweisen, kommt drauf an. Die Anzahl der Zeilen ist dabei gar nicht so entscheidend, sondern dass eine Klasse eine Sache macht und dass sie diese Sache gut macht. Und das fällt auch unter dem Stichwort Single Responsible Principle. Das heißt, mache eine Sache und mache sie gut. Kennen wir irgendwo von Unix her. Und es sollte nur einen Grund geben, warum sich die Klasse ändern sollte. Okay. Das nächste, worauf wir achten sollten, ist, dass wir uns nicht wiederholen. Und wir sollten uns nicht wiederholen. Und wir sollten uns tatsächlich nicht wiederholen. Das geht gegen dieses klassische Copy and Paste, was wir machen. Wir haben ein bisschen Coding, was wir an einer Stelle auch brauchen. Wir nehmen es, kopieren hier, einfügen da. Wunderbar, läuft an zwei Stellen. Problem in der langfristigen Entwicklung ist, die Sachen laufen auseinander. Ich habe es nicht nur an zwei Stellen, ich habe es an drei Stellen, ich habe es an vier Stellen. Ich muss irgendwo eine Änderung machen. Ich mache es an drei Stellen, vergesse die vierte Stelle. Boom, schlecht. Wenn ich anfange, Coding zu kopieren, habe ich eine Chance verpasst, zu abstrahieren und Sachen an einen gemeinsamen Ort zu packen. Wir sollten uns nicht wiederholen. Immer wenn wir Copy and Paste drücken, sollten wir das im Hinterkopf haben. Und schließlich und endlich sollten wir versuchen, dass wir keine Seiteneffekte verwenden. Was sind Seiteneffekte? Genau, ohne irgendwas zu sagen. Das heißt, eine Methode macht irgendwas, gibt vor, was zu machen und macht parallel dann noch irgendwas anderes. Okay, könnt ihr hier in dieser Methode den Seiteneffekt bestimmen? Ist Java, ist vielleicht ein bisschen schwer zu lesen. Die Funktion, die Antwort war, die Funktion prüft nicht nur, ob das Passwort passt, sondern auch, ob der Benutzer existiert. Das ist das eine.
Worauf ich hinaus wollte, ist diese Zeile hier, dass die Session invalidiert wird. Also ich mache irgendwas, ich gucke, ob jemand da ist und gleichzeitig ändere ich die Session. Und wenn ich das dreimal mache, könnte ich ja sagen, dann habe ich halt drei neue Sessions. Ist halt, die Methode gibt halt vor, zu sagen, hey, bist du, passt das Passwort, macht dabei hintenrum ganz was anderes. Ist auch die Hölle in großen Systemen, sollte man lassen. Also entweder ich verändere den Zustand eines Objekts oder ich frage den Zustand des Objekts ab. Aber nicht beides gleichzeitig. Okay, das sind die fünf Punkte. Wie können wir besseres Coding schreiben, wenn wir schon existierendes Coding haben? Das ist so ein bisschen in die Richtung, wie arbeite ich mit Legacy Code? Um den Zustand des Programms zu ändern, um besseres Coding zu schreiben und die Funktionalität zu erhalten, der Fachbegriff dazu ist übrigens Refactoring, brauche ich Tests. Weil wie kann ich sonst sagen, dass ich die Funktion meines Programms nicht verändert habe. Das heißt, ich muss Tests schreiben, ich muss zusehen, dass die Tests alle laufen. Dann kann ich die Änderungen machen, kann ich aufräumen und anschließend lasse ich die Tests nochmal laufen, um zu gucken, habe ich dann funktional einfach nichts verändert. Okay. Und schließlich und endlich gibt es da die sogenannte Pfadfinderregel, die wir anwenden können, wenn wir in Coding unterwegs sind. Die Pfadfinder haben die Regel, wenn sie verlassen einen Zeltplatz, einen Rastplatz, wo sie sind, immer sauberer, als sie ihn vorgefunden haben. Steht auch teilweise bei der Deutschen Bahn dran, hinterlassen sie diese Toilette. Und das Gleiche machen wir mit Coding. Das heißt, wenn wir an eine Codingstelle kommen, wo vielleicht ein Name nicht passt, ändern wir diesen Namen. Wenn wir sehen, okay, das ist ein bisschen viel Funktionalität, ist dupliziert, lagern wir es in eine Funktion aus, lagern wir es in eine Methode aus. Und wenn jeder nach dieser Pfadfinderregel, nach dieser Boy Scout-Regel vorgeht, dann wird das Coding, was wir schreiben und was wir haben in der Codebase, die wir zu warten haben, graduell besser. Damit geht her und schreibt sauberes Coding. Fragen? Genau, meine Frage ist jetzt, wir sind hier an einem Wochenende, wo man in der Tendenz wahrscheinlich eher nach dem Prinzip Quick and Dirty arbeitet. Ja. Würdest du sagen, das geht trotzdem, dass man sich an diese Regeln hält, beziehungsweise wie anwendbar im Alltag oder vielleicht auch in solchen Situationen wie jetzt dieses Wochenende ist das ganze Prinzip? Also es gibt viele Sachen, die relativ einfach anwendbar sind, wie einfach gute Namen zu verwenden. Weil wir arbeiten an dem Coding nicht alleine. Wir schreiben das Coding nicht nur, dass es läuft, sondern wir schreiben es für diejenigen, die mit uns in der Gruppe sind. Wenn wir schon darauf achten, das hilft uns schon mal ungemein. Und es sind wirklich ganz kleine Sachen. Wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk. Das alles kann man direkt machen. Hilft uns. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich in diesem Wochenende noch so ein bisschen testgetriebene Entwicklung einführen, einfach um klar zu sagen, okay, man hat klare Schnittstellen zwischen den Systemen. Diverse Leute entwickeln verschiedene Sachen und die wollen sie dann jetzt zusammenstöpseln. Wäre es doch cool, wenn das Ganze nicht am Ende erst zusammenlaufen würde, sondern wenn man auch vorher schon sagen könnte, okay, an dieser Stelle weiß ich, dass es funktioniert und du kannst dich darauf verlassen, wenn du mich rufst, dann funktioniert es auf jeden Fall, weil ich habe es getestet. Du bist nicht der Erste, der mich ruft, sonntags morgens um 10. Ja? Okay. Weitere Fragen? Dann vielen Dank. Vielen Dank.